Hallo, in diesem Video geht es um das Dehnungsverhalten von Körpern. Insbesondere möchte ich euch das Gesetz von Hooke erklären. Und los geht's. Das Dehnungsverhalten von einem Körper ist nicht immer zu jedem Zeitpunkt gleich. Sehen wir uns das mal am Beispiel eines Luftballons an. Das kennen wir alle. Am Anfang ist er sehr schwer aufzupusten. Er dehnt sich nur mit sehr viel Kraft. Danach ist es leichter, ihn aufzupusten. Und am Ende, wenn er schon ganz groß ist, wird es wieder schwerer. Er dehnt sich nicht mehr ganz so leicht. Wir wollen nun aber mal das Dehnungsverhalten einer Feder betrachten. Das sieht nämlich ganz anders aus. Und so sieht der Aufbau aus. Eine Feder hängt an einer Befestigung. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.